Grüezi miteinander und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei unserem Format Naturmedizin. Unser heutiger Gast und Gesprächspartner ist Dr. Jürg Hess, Gründer und ehemaliger Leiter der Paramed AG in Baar. Dr. Hess blickt auf eine 47-jährige Tätigkeit als Arzt zurück. Unser heutiges Thema ist das Immunsystem und eine Sichtweise aus der Biografie des Menschen darauf. Jürg, herzlich willkommen bei uns. Herzlich willkommen. Danke vielmals für die Einladung. Sehr gerne. Wir sind gespannt, was du uns zum Thema des Immunsystems und der Biografie des Menschen in diesem Zusammenhang präsentieren möchtest. Okay, ich habe in meinem ganzen Praxistätigkeit mir sehr viele Gedanken gemacht, immer wieder über das Immunsystem. Und es war immer so in meinem Leben, wenn ich ein Wort nicht bis in letzte Details verstehe, dann schaue ich mal nach der Etymologie dieses Wortes. Also woher kommt es, wie ist es zusammengesetzt? Und das hilft uns schon ganz viel in der Tiefe zu verstehen. Immunsystem, da ist ein Stamm, ein Wortstamm drin. Der Wortstamm heißt Munus. Das ist lateinisch. Das heißt, übersetzt ins Deutsche, das Amt oder die Abgabe oder der Zoll. Also wenn ich auf ein Amt gehe, will ich da was, ist vielleicht auch nicht so ganz angenehm, ja, weil ich vielleicht eine Abgabe, eine Steuer zahlen muss und so weiter. Und das Wort Immunus ist eigentlich die Negierung dieses Wortes. Also es ist eigentlich ohne Amt, ohne Abgabe, ohne Zoll. Und übersetzt, etwas frei übersetzt, heißt, das Immunsystem ist eigentlich das System, wo ich meine individuelle Freiheit generieren kann. Und das ist das erste System, das das kann in diesem Körpersystem oder Körper-Seele-Geist-System des Menschen. Es gibt noch andere natürlich auch, das Zentralnervensystem, das Hormonsystem spielt auch noch eine gewisse Rolle, aber es ist eigentlich das Wichtigste, weil es vom Tag 1, wenn ich geboren bin, eigentlich schon vorher, vor der Geburt, eine gewisse Rolle spielt. Das ist mal schon ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass man im Immunsystem ein System sieht, wo ich meine, und jetzt kommt das wichtige Wort, individuelle, nicht generelle, individuelle, ja, Freiheit gewinnen kann. Würde das heißen, wir werden unabhängig und selbstverantwortlich geboren? Absolut korrekt, ich könnte es nicht besser sagen, sind die genau wichtigen Worte, die du jetzt genannt hast. Das braucht aber eine Entwicklungszeit eigentlich von 21 Jahren, bis wir dann so weit sind, wo wir dieses absolute selbstverantwortlich individuelle Leben beginnen können. Da brauchen wir 21 Jahre. Und das möchte ich jetzt ein bisschen in den Details schildern, wie das geht, weil wir leben in unserem Leben immer 7 Jahresperioden. Mhm. Und in diesen 7 Jahresperioden wird eigentlich, man könnte jetzt etwas übertrieben sagen, unser ganzes Zellsystem auf den Kopf gestellt, also erneuert auch. Und zwar bis ins hohe Alter passiert das. Und was das Immunsystem anbetrifft, passiert eben in diesen 21 ersten Jahren extremst viel. Und da können wir, wenn du vielleicht mal die Folie 1, es ist jetzt die Folie, jawohl, 2 drauf, noch auf, zurückschaltest auf die Folie 1. Auf der Folie 1 sehen wir, dass das Immunsystem in den ersten 7 Jahren 4 Jahre braucht. Von der Geburt bis zum 4. Jahr braucht es, bis es einigermaßen das aufgebaut hat, dass es normal funktionieren kann. Und da haben wir 2 große Zelltypen. Ich habe das jetzt nicht im Detail aufgeschrieben, weil das wäre viel zu kompliziert. Wir haben die sogenannten TH1-Zellen und die TH2-Zellen. Die TH1-Zellen sind die sogenannten zellgesteuerten, unspezifischen Immunzellen. Das sind die Zellen, die einfach, wenn etwas in den Körper kommt, was nicht reingehört,
dann wird das einfach mal weggefressen oder weggeräumt. Bekämpft. Das können wir nicht brauchen. Das ist diese grüne Kurve. Und dann bekommen wir mit einem TH2-Shift, der das humorale Immunsystem bedeutet, das sind die spezifischen Immunzellen, die die Antikörper bilden können. Und wir sehen, wir kommen mit sehr wenig unspezifischen, aber sehr viel spezifischen Immunzellen auf die Welt. Das ist eigentlich nicht gut, weil wir, um etwas abzuwehren, brauchen wir eigentlich 90% die unspezifischen, also die grünen. Also muss das Immunsystem jetzt auf irgendeine Weise diese rauffahren und die spezifischen, die ja auch nicht unsere eigenen spezifischen sind, das sind nämlich die der Mutter und die kann ich eigentlich nicht so gut gebrauchen, weil ich brauche ja die eigenen, die muss ich runterfahren. Das wäre da mit 4 Jahren angezeichnet. Okay. So, jetzt kannst du auf die nächste Folie gehen. Da sehen wir, wie das passiert. Also wir haben da unten die grünen Pfeile, da haben wir mal eine Grippe, da haben wir mal eine Mittelohrentzündung, da haben wir Fieber, da haben wir einen bakteriellen Infekt, da haben wir Kinderkrankheiten. Und jedes Mal, wenn ich so einen Infekt habe, lernt vor allem das unspezifische Immunsystem ganz viel. Also Immunisierung durch Erfahrung und Kontakt mit Viren. Ganz genau. Je mehr, umso besser, kann man sagen eigentlich. Je mehr, umso besser. Während der gleichen Zeit nimmt die sogenannte TH2-Fraktion, also das, was ich von der Mutter als spezifische Zellen bekomme, nimmt langsam ab. Wenn jetzt etwas passiert, was eben heute sehr häufig passiert, dass ein Infekt mit Medikamenten, sei es Fieberzäpfchen, sei es Antibiotika oder sei es auch Impfungen gegen Kinderkrankheiten eben verhindert oder verunmöglicht wird, dann können diese unspezifischen Fresszellen, diese Polizisten an der Front, können sich eigentlich nicht genügend aufbauen. Und das ist gemeint mit dieser Abflachung der Kurve schon sehr rasch. Und wir kommen eigentlich nie auf diesen angestrebten, optimalsten Zustand hin. Anders wäre das, wenn man zum Beispiel gegen Kinderkrankheiten erst nach 4 Jahren impfen würde. Weil dann hätte das System Zeit gehabt, während 4 Jahren sein eigenes System auf den optimalsten Wert zu bringen und dann könnte man die Impfung machen und das würde eigentlich die Gesamtleistung des Immunsystems auch nicht mehr groß stören. Okay. Umgekehrt geschaut ist es so, dass mit jeder chemischen Substanz, die du ins System gibst, ob das jetzt eben das Fieberzäpfchen ist, das Antibiotikum ist, die Impfung ist, oder das Aluminium in der Impfung oder was da alles sonst auch noch drin ist, das ist ein Gift für den Körper. Der Körper muss mit dem fertig werden. Das kann er, indem er das wegfrisst, aber er kann das nicht alles wegfressen. Er muss das auch, weil das sind ja auch Antigene, die ins Blut kommen. Und diese Antigene müssen mit einem Antikörper beantwortet werden. Und das sind dann eben diese TH2, die roten Zellen, die da rot angestrichen sind. Und wir produzieren eigentlich zu einem ungünstigen Zeitpunkt im Leben des Menschen sehr viele solche antikörperproduzierenden Zellen. Und das führt sehr oft dann später oder auch schon zu diesem Zeitpunkt zu vermehrt Allergien und zu vermehrten Autoimmunkrankheiten. Kann man das auch so formulieren, dass dieser Vorgang die TH1-Zellen in ihrer Entwicklung blockiert? Blockiert würde ich nicht sagen. Das wäre sicher zu stark ausgedrückt. Aber es hemmt sie es in hemmt einer sie. Gewissen ja. Art. Ja, ja. Ich kann einfach ein kurzes Beispiel aus meiner Praxis, als ich meine Praxis begonnen habe im Kur Rheintal, St. Galler Rheintal, da hatte es 2% allergische Kinder in den Schulen. Heute haben wir 50%. Und das war zu einem Zeitpunkt, wo es noch keine 5-fach Impfungen, keine 6-fach Impfungen, da hat man
Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten geimpft und Masern, Röteln, Mumpf. Das war alles. Mehr gab es da nicht. Ja. Und der Rest war eigenes Learning. Eigenes Learning, genau. Ja, genau. Und das ist die Phase, die eigentlich bis zu 7 Jahren möglichst viel abläuft. Also das ist die Phase, wo viele Kinder einfach dauernd immer wieder Rotznasen haben, immer wieder husten, immer wieder mal fehlen in der Schule und so, was aber eigentlich eben gut ist. Ja. Dann kommt eine zweite Phase. Und diese zweite Phase kannst du, ja, auf dieses Bild gehen, diese zweite Phase, Entschuldigung, hängt ein bisschen mit etwas anderem zusammen. Wir haben ja im Immunsystem, das besteht aus verschiedenen Organen, da ist gehört eine Milz dazu, da gehört unser ganzer Darm dazu, da gehören die Lymphknoten dazu, das ganze Lymphsystem und ein ganz, ganz wichtiges Organ und das ist der Thymus. Der Thymus sitzt da über dem Herzen. Der Thymus ist ein Organ, der ist von der Geburt bis 14 Jahren ist er existent und funktionstüchtig. Nach 15 Jahren stirbt er. Er verfettet und stirbt ab. Und jetzt muss man sich ja fragen, was macht denn das für einen Sinn? Und da gibt es ein ganz, ganz wesentliches, ein ganz, ganz wesentlicher Hinweis, den ich einfach da bringen muss, weil es weiß ihn praktisch kein Mediziner. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der das weiß. Gehört das nicht zur Ausbildung? Nicht so zwingend, wird sicher nicht am Staatsexamen gefragt. Okay. Wir, wenn wir im Mutterleib gebildet werden, werden wir aus 3 Keimblättern gebildet. Ein sogenanntes inneres Endoderm, ein sogenanntes mittleres Mesoderm und ein sogenanntes äußeres Ektoderm. Das muss man sich so wie 3 Rohre, die ineinander gestülpt sind, vorstellen. Und aus jedem dieser Keimblätter entstehen bestimmte Organe. Und es gibt kein anderes Organ im Körper als dieser Thymus, der aus allen 3 besteht. Der hat also die Gesamtinformation. Wer ist der Jürg Hess drin? Es gibt kein anderes Organ, das das hat. Und das ist jetzt die Tatsache dieser zweiten 7 Jahre. Also es gibt bestimmte Zellen, hast du vielleicht schon mal gehört, es gibt die sogenannten T-Zellen und es gibt die B-Lymphozyten, die T-Lymphozyten. Die T-Lymphozyten, die gehen eben im Thymus in die Schule. Die B-Lymphozyten gehen in den Lymphknoten in die Schule und lernen, was sie lernen müssen. Okay. Und das ganz wesentlich, der Unterschied zwischen diesen beiden ist, dass die B-Lymphozyten, die lernen, aha, da gibt es Viren, da gibt es Bakterien, da gibt es sogar Gifte, die in den Körper kommen und die wollen wir eigentlich nicht und die fressen wir. Wir lernen, wie die aussehen und gehen und fressen die. Die Zellen, die im Thymus in die Schule gehen, die T-Lymphozyten, die lernen etwas anderes. Und zwar, wie muss eine Zelle aussehen, dass sie für meine Individualität akzeptabel und auch stimmig ist? Das heißt, im Thymus lernen wir wiederum, wer ist dieses einzigartige Individuum, Jürg Hess, oder du oder irgendjemand anders auf dieser Welt. Und das passiert vorwiegend, es passiert auch schon ein bisschen zwischen 0 und 7, aber vorwiegend passiert das zwischen 7 und 14, dieses Lernen. Und mit 14 sollte das Immunsystem, also auf der körperenergetischen Ebene, sollte es klar sein, wer bin ich? Weil diese Zellen, die können etwas, was sonst keine Zelle kann im Körper. Die kann entscheiden, ja, das ist eine Zelle, die könnte mir gut tun. Die lernt aber auch, das ist eine Zelle, die brauche ich in einem gewissen Abstand zu halten. Also sie entscheidet, was kommt mir zu nah und was muss ich etwas entfernt von mir halten.
Und das ist ja eigentlich das Wichtigste im Leben, das zu wissen. Welche Grenzen sind die richtigen Grenzen? Also meine ganze Individualität, auch hinsichtlich des künftigen Lebens, geht vom Thymus aus, wenn ich das richtig verstehe. Was die Immunleistung anbetrifft, ja. Auf jeden Fall 100%, ja. Und die leitet eigentlich etwas ein, was dann in den Jahren 14 bis 21 noch kommt. Ich muss zudem noch etwas sagen. Wir haben ja alle einen Genomanteil vom Vater, einen Genomanteil von der Mutter. Ja. Niemand will aber Vater werden oder Mutter werden. Also wir wollen ja jemand selbstständiger werden, jemand ganz spezifischer. Also kann ich das nur zum Teil brauchen, was da mein Vater und meine Mutter in mich reingepulvert haben, oder? Und das ist jetzt die Phase, wo ich das verändere. Und zwar auch wiederum über Infekte, weil jedes Fieber, jede Erhöhung der Temperatur kann in der DNA-Struktur Veränderungen machen. Das geht nur über Fieber. Das hat auch eine ganz große Bedeutung nachher in der Therapie von schweren Krankheiten wie Krebs, in der Fiebertherapie. Das geht nur über Fieber. Also wenn ich dann Fieber habe und eben mit diesen T-Zellen immer sage, hey, der Jörg Hess, der ist so, ihr müsst das DNA-Programm nach dem richten, dann kann ich immer mehr mich selber werden. Okay. Das ist etwas ganz Wichtiges. Und dann kommt der nächste Akt, also die nächsten 7 Jahre. Ich habe da ein Diagramm eines menschlichen Gehirns. Der besteht aus 3 Teilen, einem sogenannten Reptil- oder Stammhirn, das ist da, wo man handelt. Ein sogenanntes Säugetierhirn, das ist der Teil, wo man fühlt. Und ein sogenannter Großhirnteil, das ist da, wo man denkt. Wir werden später vielleicht mal noch drauf kommen, was ist das Reptilhirn? Das ist das, was jetzt in der Corona-Krise vor allem aktiviert wurde. Das Reptilhirn kann nur 3 Sachen. Und zwar eben, was das Krokodil auch kann, wenn es Gefahr wittert, oder? Es kann wegrennen, es kann kämpfen, wenn es stärker ist, oder als drittes, und das passiert mit uns Menschen, wir können erstarren in der Angststarre oder Totenstarre, wie es beim Tier heißt. Mehr kann das Reptil hier nicht. Also wir können handlungsunfähig gemacht werden, ja, in der Toten- oder Erstarrungsphase. Das können wir aber nur, wenn wir das Fühlen und das Denken wegkatapultieren eigentlich. Und wenn du jetzt die nächste Folie nimmst, dann da habe ich so mit Pfeilen ein bisschen die Beeinflussungen markiert. Und da habe ich vorne im Großhirn einen grünen Teil eingezeichnet. Und dieser grüne Teil, den nennt man den Präfrontalkortex. Cortex heißt das Gehirn, also frontal heißt vorne in der Stirn und präfrontal heißt eigentlich noch etwas noch weiter vorne als die Stirn. Was ist das jetzt für ein Teil? Dieser Teil ist von Geburt an im Cortex drin. Ist einfach da, entwickelt sich so, wie er entwickelt muss, wird aber nicht an das andere Hirn angekoppelt. Jetzt ist man 14. Jetzt geht ein Fenster auf. Und dieses Fenster schließt sich mit 21 Jahren. Und dieser Teil wird jetzt während diesen 7 Jahren, wird der extrem sowohl an den Cortex wie auch an das emotionale Säugetierhirn, wie auch teilweise in den Bereich des Reptilhirns eingeschleust und verbunden. Und was lernen wir zusätzlich? Weil wir haben ja auch schon was gelernt bis 14. Genau. Hoffentlich wenigstens. Was lernen wir jetzt noch dazu? Und ganz, ganz, ganz verrückt wichtig für das ganze Leben. 2 Dinge sind es vor allem. Wie gehen wir Menschen in Beziehungen um miteinander, dass sie
wirklich glückselig machend sind, dass sie auch profitabel sein können, dass wir uns austauschen können, dass wir wachsen können miteinander. Das ist ein Teil des Präfrontalkortex, was wir damit lernen können. Und das Zweite im Präfrontalkortex ist, ich kann erst jetzt Visionen entwickeln, Kreativität entwickeln. Das ist das Thema des Präfrontalkortex. Also ich kann Zukunftsvisionen meines Lebens jetzt entwickeln. Ich kann mir vorstellen, was möchte ich werden? Warum möchte ich dies werden? Was gibt es für Vorteile oder Nachteile oder was bringe ich für Fähigkeiten mit, um das zu können? Was interessiert mich und so weiter? Das merke ich erst jetzt richtig mit diesem Präfrontalkortex. Das heißt, bis etwa 21 Jahre wurde Grundlagenarbeit geleistet. Absolut korrekt. Und nachher kommt die individuelle Entwicklung auf das Leben gesehen zum Zug. Nachher kommt die Kleinarbeit, wo man dann ganz vieles ausprobiert, dass diese Beziehung, diese Beziehung, diese Beziehung, diese Beziehung, vielleicht diesen Beruf, diesen Beruf, diesen Beruf, diesen Beruf und Erfahrungen sammelt. Ja. Das ist das Grundgerüst, das wir brauchen, um wirklich das zu können. Und das ist eben der Bereich, weshalb bringe ich den im Immunsystem. Das ist nochmals ein Bereich, der meine Individualität extrem fördert. Das ist immer wichtig im Immunsystem, Individualität. Und eben mir die Möglichkeiten mit vor allem dem fühlenden System auch, das ist etwas ganz wesentlich Wichtiges für das Immunsystem, dass auch das Fühlen eine große Rolle spielt. Okay. Das ist nur noch eine Folie, können wir eigentlich sehr rasch abhandeln. Da habe ich einfach noch gezeigt, dass da ein Kern ist in der Mitte, das heißt Amygdala. Das ist ein Kern, wo die Angst zu Hause ist. Und wir sehen, die liegt wahnsinnig zentral. Und wenn man die etwas genauer anschaut, sieht man ganz viele Pfeile, die immer auf diesen Kern zulaufen, von welchem Hirnebene auch immer. Und das sagt nur aus, eigentlich läuft alles über diesen Angstkern im Menschen. Und in der Corona-Krise ganz massiv, also das ist das größte Organ geworden eigentlich in der Corona-Krise. Und das darf eigentlich eben nicht so groß sein. Es gibt Mechanismen, wo dieser Kern umgangen werden kann. Und da muss eben das Säugetierhirn, das Gefühlshirn ganz, ganz wach sein und ganz, ganz aktiv sein. Und dann kann dieser Angstkern eigentlich umgangen werden. Verstehe ich das richtig, dass die Amygdala eigentlich bestimmt über äußere Einflüsse, welches oder welche Hirnregion im Moment am stärksten wirksam ist? Jawohl. Und eben, wenn wir diesen präfrontalen Teil, den wir vorhin besprochen haben, und die ganze Denkstruktur des Großhirns richtig vernetzt anwenden und nicht einfach, ich sage jetzt, abschießen lassen durch irgendwelche Thesen, ja, das ist ganz, ganz schlimm und das führt zur Katastrophe und so weiter, sondern weiter klar denken und auch die Gefühle nicht weglassen, dann spielt dieser Amygdala überhaupt keine Rolle. Okay. Da noch etwas vielleicht Letztes zu diesem Thema. Das ist das Thema des Wachstums und des Schutzes. In der Natur, aber natürlich auch in unserem Leben, das ist eigentlich ein biokybernetisches Thema, gibt es die zwei Dinge. Es gibt das Wachstum und den Schutz. Also ein kleines Kind, Säugling, das braucht eigentlich 100% Schutz von den Eltern. Es muss gefüttert werden, es muss gewickelt werden, es muss schlafen gelegt werden, es muss geschützt werden und so weiter. Wächst aber trotzdem. Und es wächst nur, weil es diesen Schutz hat. Das ist ganz anders beim pubertären Kind. Der will eigentlich keinen Schutz mehr von den Eltern. Wächst aber trotzdem wunderbar. Mhm. Und wenn ich 21 bin oder 30 bin, dann bestimme ich, welchen Schutz, das ich brauche, dass mein Wachstum möglich ist.
Also es ist nie so, dass die zwei, man könnte sie ja auch als Polaritäten anschauen. Es ist nie so, dass die 50-50 sind. Das wäre der Tod jedes Systems, auch der Natur. In der Natur ist es etwa so, dass 80-20 ist, also 80% Wachstum, wenigstens im Frühjahr und Sommer. Dann natürlich im Winter ist es wieder anders, da kehrt es um. Aber der Schutz sollte eigentlich immer auf einem möglichst geringen Level sein, wie nötig, um das System zu schützen. Weil da laufen für den Schutz, ich habe das auch geschrieben, das Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierensystem unterdrückt das Immunsystem auf unsere Fähigkeit zu denken. Angst bringt uns um. Also wir haben ein System, das von der Großhirnrinde in das Mittelhirn bis eben zur Nebennierenrinde, wo wir die Stresssituation abfangen, läuft. Und wenn das auf Hochtouren läuft, weil wir Angst haben, dann ist jedes Wachstum nicht mehr möglich. Das möchte ich hier als Schlusswort aufnehmen. Angst bringt uns um. Ein zentraler Punkt. Wir haben in der Biografie des Menschen aus Sicht des Immunsystems gesehen, wie wir uns in den ersten 21 Jahren entwickeln, nach natürlich vorgegebenen Mechanismen. Und nach 21 Jahren mit der Individualität beginnen, individuelle Bedürfnisse entwickeln und auch erkennen, dass diese durch Einflüsse von außen negativ belegt werden oder negativ beeinflusst werden können. Durchaus, ja, durchaus. Danke, lieber Jörg, dass du hier warst heute und dass du deine weiterführenden interessanten Gedanken mit uns geteilt hast. Sehr gerne geschehen. Danke auch. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten aus diesem Gespräch einige Punkte für sich mitnehmen und eventuell auch in Ihrem Bekanntenkreis weiter diskutieren. Schauen Sie doch bald wieder bei uns rein. Bis dann. Ich wünsche Ihnen alles Gute.